Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute gibt es endlich, kann man sagen, das Glossy Box Unboxing. Ich bin so genervt. Wir haben heute den 23. Oktober. Die Box ist gestern angekommen in der Punkstation. Ich habe ein bisschen die Schnauze voll. Also ich finde, nach dem 20. Oktober sollte keine Abo-Box mehr hier ankommen. Bei der Goodie-Box ist es gerade ein anderes Thema. Da steht, dass die Goodie-Box zugestellt wurde. Also Goodie-Box hat damit eigentlich nichts zu tun. Die haben sie losgeschickt. Aber die Box ist nicht bei mir angekommen. Ich befürchte, dass der DHL-Bote sich dachte, oh, das ist ja eine interessante Box. Nehme ich mal selber mit. Muss ich noch gucken, wie ich das kläre. Das ist aber ein anderes Thema. Es geht um die Glossy Box. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr auch, dass ich gerade auf dem Kriegsfuß mit Glossy Box stehe, dass gerade viel Ärger ist und dazu wird es auch bald noch ein Video geben. Ihr habt ja schon das deutsche Bundle gesehen. Was ich euch nicht erzählt hatte, ist, dass ich eigentlich noch ein französisches Bundle mitbestellt habe. Da gab es ein bisschen Ärger, weil wie sollte es anders sein? Glossy Box hat das falsche Bundle mitgeschickt. Folgt mir da gerne auf Instagram, da habe ich ein Highlight gespeichert, da habe ich euch nochmal alles erklärt. Glossy Box möchte irgendwie natürlich nicht eingestehen, dass sie das Falsche geschickt haben irgendwie. Sie wollen mir auch nicht das Richtige zusenden. Sie kommen nicht mit der Sprache raus, ob es das französische Bundle überhaupt noch gibt. Jetzt werde ich auf jeden Fall gleich nach diesem Video das Bundle abdrehen. Das ist kein französisches, das ist dann ein anderes Bundle. Werdet ihr aber alles auf YouTube sehen. Und ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich werde euch jetzt hier nochmal einblenden, wie der Preis von der Glossy Box ist. Ich habe ja da ein flexibles Abo. Und diesen Monat gibt es ja wieder zwei Special Boxen, passend zu dem Oktober. Da gibt es zwei verschiedene Boxen mit zwei verschiedenen Inhalten. Selbst wenn man eine Box hätte, wäre es verschiedener Inhalt, wir wissen es ja. Und ich habe diese Box hier. Und zwar ist es die Magical Masquerade. Und ja, The True, also die Wahrheit habe ich hier. Ich weiß gar nicht, die andere Box ist rot. Ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Auf jeden Fall, was man halt dazu sagen kann, die Boxen von Glossy Box sind wie immer wirklich sehr, sehr schön. Die fühlt sich sehr hochwertig, sehr toll an mit diesem Silber und der Maske und fühlt sich ein bisschen so matt an. Hinten ist sie auch nochmal gestaltet. Also das Design gefällt mir wirklich super. Natürlich waren wieder Gutscheine drin. Ja, ganz viele verschiedene, wieder für Best Secret auch, da habe ich mich auch angemeldet. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einmal Hol dir von der Steuer zurück, was dir zusteht. Einmal von Freddy's Flower und einmal von HelloFresh. Gutscheine sind immer viele drin. Was ich mache, ich packe euch die, wenn ihr bei Aminata Schnäppchenmarkt was kauft, packe ich euch die als Geschenk auch so mit rein. So wie bei mir, die in der Box kommen, packe ich euch auch welche mit rein. Dann freut ihr euch vielleicht auch darüber, weil so viele Gutscheine kann ich gar nicht benutzen. So, also, so sieht sie aus. Und jetzt gucken wir uns mal an, was drinnen ist. Hier haben wir einmal das Heft und mal was und noch was anderes. Das werden wir einfach mal gleich lesen. Und zwar steht hier drauf, Liebe oder lieber Glossy. Mit diesem Flyer erhältst du ein kleines Produktupdate zu unserem Oktobermagazin, das du ebenfalls in deiner The Magical Masquerade Edition vorfindest. Leider haben wir die mit Covid-19 zusammenhängenden Lieferschwierigkeiten noch nicht komplett überwunden. Deshalb wirst du in deiner Box nicht wie ursprünglich geplant den Face Mask Brush von Basic Skin vorfinden. Stattdessen warten zwei optionale Produkte Highlights auf dich. Freu dich auf die Lash Changer Volume Mascara Waterproof von Catrice oder den Bite Size Eyeshadow Berry Bed von Elf Cosmetics. Alle Infos zu den beiden Must-Haves findest du auf diesem Flyer. Wir hoffen, dir mit einer dieser beiden Optionen eine mindestens genauso große Freude machen zu können und wünschen dir viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Dein Glossybox-Team. Okay, also hier ist da eine andere Möglichkeit drin. Das werden wir uns alles natürlich noch anschauen. Ja, und das ist einmal das Magazin. Also alles in Oktober, Halloween, Masken, Maskenball-Sache. So, dann machen wir es mal auf. Und was ich weiß, es müsste eine Maske drin sein. Ich bin ja mal sehr gespannt, was es für eine Maske ist. Okay, ja, also es ist halt einfach eine Papiermaske. Ich habe mir da ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich dachte mir, vielleicht ist da so eine Maske drin, wie jetzt, wie sie anhat, so ein bisschen aus Stoff. Aber es ist halt einfach komplett eine Papiermaske. Aber ja, vom Design her sieht sie auf jeden Fall genauso aus. Das kann man schon mal sagen.
wie auf dem Karton. Also es ist halt identisch die gleiche Maske. So, dann packen wir die mal weg. Und dann ist das einmal der erste Blick in die Box rein. Und dann nehme ich mir einfach das erste Produkt raus. Und was mich hier so anlächelt, ist von The Humble and, Co. steht auch neu drauf, eine Zahnbürste mit Maisstärke, okay. Was steht hier? Entwickelt von Zahnärzten mit Liebe zur Natur, okay. Also das ist eine Zahnbürste, die sozusagen nachhaltig ist und aus Maisstärke gemacht ist. So eine Zahnbürste habe ich schon mit Holz, glaube ich, mit Bambus, hatte ich sowas auch schon mal in der Abo-Box drin. Ist wirklich sehr praktisch und vor allem so, dass es extra eingepackt ist, kann man das einfach gut im Koffer packen, wenn man zum Beispiel eine neue Zahnbürste mit in Urlaub nehmen möchte. Und dann gucken wir mal, wie viel die kostet. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die gar nicht so günstig ist. So. Ich zeige euch das Heft später nochmal. Hier steht heute diesmal mehr drin. Und die Zahnbürste kostet 1,99 Euro. Also gar nicht so teuer, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Dafür, dass sie nachhaltig ist und nicht so teuer ist, kann man die wirklich gut kaufen, wenn die nicht komisch so im Mund ist. So, dann habe ich hier ein Produkt drin. Ich würde sagen, das ist jetzt die Alternative. Und zwar ist es die Lash Changer Volume Mascara Waterproof von Catrice. Zeig euch die mal. Ach, die ist noch zu. Okay, da mache ich die jetzt nicht auf, weil Mascaren, wenn ihr meine Videos guckt, wisst ihr, ich habe so viel davon. Ich mache die jetzt nicht auf, aber jetzt steht die natürlich nicht hier drin, sondern hier drauf. Und diese Mascara kostet 4,99 Euro. Jetzt gucken wir mal auf Seite 5, was eigentlich drin sein sollte und wie viel das gekostet hätte. So. Seite 5, das wäre dieser Maskenpinsel gewesen und der hätte 11,95 Euro gekostet. Was ich gleich dazu sagen kann, definitiv kein würdiger Ersatz. Hier steht, es ist entweder die Palette drin, die hätte noch drin sein können für 5 Euro oder die Mascara. Ich hatte jetzt die Mascara drin, hätte lieber die Palette drin gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe die Mascara drin für 5 Euro und das Produkt, was es aber ersetzen soll, kostet 11,95 Euro. Also es hätten eigentlich beide Produkte drin sein müssen, dass es irgendwie das ausgleicht, aber es ist halt nur eins von beiden drin. Ja, das ist halt so wieder, ne, könnte man jetzt lange drüber meckern. Der Maskenpinsel wäre eigentlich auch ganz schön gewesen, aber naja, das ist ja nicht so schlimm. So, dann kommen wir zum nächsten Produkt und hier nehme ich mir mal eine Sache raus. Hier steht drauf Limited Edition von Kyushi Naturals, keine Ahnung, ein Vanilla Showergel. Ja, so sieht es aus. Ja, könnte auch Kyushi heißen, hat jetzt hier 200 Milliliter, ich schnupper mal dran. Ja, riecht eigentlich ganz angenehm, das Duschgel. Dann gucken wir mal, wie viel die kostet. Ich glaube, da können auch in den verschiedenen Boxen verschiedene Duschgele drin sein. Genau in der, also erstmal kostet das Duschgel 6,50 Euro für 200 Milliliter. Und das hätte ich lieber gehabt. In der anderen Box ist eine, auch das Duschgel drin, aber mit Berry. Das hätte ich natürlich lieber gehabt. Ich bin jetzt nicht so ein Vanille-Fan, aber riecht trotzdem angenehm. So, dann haben wir hier ein Produkt drin von Hey Honey und diese Marke kenne ich schon, der folge ich auch auf Instagram, die mag ich, finde ich sehr interessant, die habe ich jetzt so neu entdeckt. Und zwar ist es ein Show You Glow, eine Honey Beauty Mask. Okay, die sieht ja sehr interessant aus, die sieht, ist in so einem Honig-Gold-Gelb, wirklich sehr interessant, ich schnuppe auch gleich mal dran. Und diese Maske ja, ist bei mir drin, in der anderen Box wäre dann eine andere Maske drin und die kostet, muss ich mal gucken. Diese Maske kostet jetzt hier 20 Milliliter 26 Euro und das Originalprodukt 50 Milliliter würde kosten 65,99 Euro. Und jetzt werde ich mal dran schnuppern. Okay, sie ist zu, aber egal, ich werde sie aufmachen. Hier steht, das ist Anti-Aging, okay. Ich mache mal ein bisschen auf die Hand drauf. Oh, jetzt habe ich es an der Nase. Riecht ganz neutral. Also es hat keinen Duft. Doch, es riecht ganz, ganz frisch. Und auf der Haut gibt es einen richtig schönen Schimmer. Einen richtig schönen Glow. Auch wenn es Anti-Aging ist, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich sehr interessant. So, das war das vorletzte Produkt. Jetzt haben wir nur noch ein Produkt hier drin. Ne? Und das müsste jetzt ein Lippenstift sein. So sieht es auf jeden Fall aus. Und zwar ist es ein Lip
Power Natural Matte Liquid Lipstick von Josephine. Okay, die Marke kenne ich nicht. Hier steht auch, also das ist auf der ersten Seite, das ist vielleicht deren Highlight. Und dieser Lippenstift kostet 25 Euro von Josephine Cosmetics. Und den gucken wir uns mal an, weil ich habe das Gefühl, dass der sehr schön sein wird. Ja, also ihr seht schon mal, die Verpackung ist sehr edel. Die erinnert mich ein bisschen an Barbour, finde ich. Eine sehr schöne, edle Verpackung. Und auch eine sehr schöne Farbe. Und ich liebe ja Liquid Lipsticks. Ich werde das auch swatchen. So, machen wir mal gleich wieder zu. Also der gefällt mir wirklich gut. Eigentlich dürfte ich Liquid Lipstick, keine Lippenstifte, keine Lipglosse mehr behalten, weil ich so viel habe. Aber ich mag es einfach. So sieht es aus. Sieht in der Kamera ein bisschen orangener aus als in echt. Der ist halt so eine Mischung zwischen Orange, Rot und Nude. Eine interessante Farbe, muss ich mal gucken, wie der auf meinen Lippen aussehen würde. Ja, aber wird wahrscheinlich ganz angenehm aussehen. Ich kann ihn einfach mal auftragen, dann gucken wir uns das gleich an. So, also ich komme mal näher. So sieht der jetzt aus. Ich habe den ganz wenig aufgetragen. Also man muss den nicht so viel auftragen. Aber ich muss sagen, der sieht ganz gut aus. Fühlt sich sehr gut auf der Haut an. Riecht ein bisschen komisch, aber auf den Lippen fühlt er sich wirklich gut an. Und ich könnte mir auch vorstellen, es ist eine sehr angenehme Farbe, so einfach um ein bisschen frischer auszusehen. Also der Lippenstift gefällt mir sehr gut. Das war jetzt das letzte Produkt aus der Reihe, aus der Box. Ich zeige euch nochmal, was drin war. Wir hatten jetzt das Duschgel und die Zahnbürste. Wir hatten den Lippenstift und die Hey Honey Maske. Und dann hatten wir diese Mascara. Ja, und dann diese Maske hier, wo man Fäden durchziehen kann. Die Fäden sind aber hier nicht mal drin, ne? Also kann ich mir dann selber besorgen, die Fäden. Aber eigentlich könnte doch sein, dass sie sich vorgestellt haben, dass man die Schleife dafür nimmt. Oder ich war jetzt schlauer als die, wer weiß. Aber vielleicht haben sie sich auch so vorgestellt. Man könnte jetzt das Band nehmen und es da durchziehen. So. Naja. Also ihr versteht schon, so, und dann hätte man halt was. Ich habe es jetzt falsch rum gemacht, aber das könnte man dann gleich dafür benutzen. Passt auch farblich das Band super zu dem Silber, also vielleicht war das so gedacht. Dann wollte ich euch nochmal ein Heft jetzt zeigen, weil diesmal mehr drin steht halt. Hier gibt es dann Werbung für Six, für die Marke, für die, für die Schmuckmarke. Dann gibt es hier noch so Anleitungen, wie man die verschiedenen Looks schminkt. Dann gibt es hier noch viel, viel Werbung diesmal drin. Und dann steht hier nochmal, was uns im November erwartet. So, jetzt habe ich gedacht, ich wollte euch gerade sagen, dass ich das gut finde, dass es zwar zwei verschiedene Boxen gibt, aber dass trotzdem in der einen Box immer das Gleiche drin ist und in der anderen auch das Gleiche, sozusagen, dass es die rote und die silberne Box gibt, aber beide haben immer den gleichen Inhalt, halt nur, ihr versteht schon, die unterscheiden sich bloß in den Farben, aber die rote Box ist immer gleich und die silberne Box ist immer gleich, dachte ich. So, jetzt sehe ich aber, wir kommen gleich auch zum Gesamtbetrag. Der Lippenstift, würde ich sagen, hat den Lippenstift hat jeder drin. Ich würde auch sagen, dass die Maske jeder was drin hat. Jeder hätte den Maskenpinsel drin gehabt, hat jetzt dafür einen Ersatz. Und ich würde sagen, jeder hat auch das Duschgel drin. Das sind ja 1, 2, 3, 4 Produkte. So, jetzt kommen wir dazu. Ich hatte noch die Zahnbürste drin. Man hätte aber noch von L'Oreal ein Haarspray drin haben können. Okay. Finde ich in Ordnung. Man hätte noch eine Turban-Haarmaske drin haben können. Eine Mini-Mascara hätte noch drin sein können. Dann hätte aber doch wieder auch drin sein können Augenpads, goldene Augenpads. Es hätte drin sein können nochmal Augenpads. Okay, ein Dreierpack. Und dann hätte Parfüm drin sein können. Drei verschiedene Parfüms. Und ich habe nicht ein einziges Parfüm drin. Verstehe ich nicht. Ja, drei Parfüms hätten drin sein können von S. Oliver. Augenpads hätten drin sein können. Also ich verstehe es nicht, warum dann meine Box so aussieht. Warum das nicht dann normal ist, dass jeder ein Parfüm drin hat. Es ist okay, wenn die Mascaren wechseln oder die Augenpads wechseln. Aber immer dieses sowas von unsystematische Einpacken macht mich so sauer. Wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Gesamtbetrag. Der Gesamtbetrag liegt jetzt hier bei 64,48 Euro. Ist okay, der Gesamtbetrag. Ich fand die Box auch in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte mich mehr über ein Parfüm und über Augenpads gefreut. Definitiv.
Cool finde ich, dass ich jetzt diese Hey Honey Maske ausprobieren kann. Die Zahnbürste ist auch interessant und der Liquid Lipstick gefällt mir auch sehr gut. Das mit der Maske, ja, haben sie sich halt ein neues Motto überlegt. Im Großen und Ganzen ist es okay. Es ist, ja, wie es bei Glossybox halt ist. Die Boxen sind immer toll. Der Inhalt ist so, naja. Ich werde es auch einfach nicht mehr verstehen, warum man so viele Unterschiede in den Boxen hat. Ich verstehe es einfach nicht, aber das wisst ihr mittlerweile auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr von mir nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss.